Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Dragon Ball Z Budokai. Im letzten Part haben wir Cell auf die Fresse gegeben, sowohl mit Son Goku als auch mit Son Gohan, und machen auch genau da weiter. Cell möchte nämlich Son Gohan komplett zum Ausflippen bringen und vielleicht, aber nur vielleicht, provoziert er etwas heraus. Da wird er langsam wütend. Einfach geil, dass sie hier den Kopf reingebracht haben und... Ah, okay. So schnell ging es. Und da haben wir ihn, Super Saiyajin 2. Gohan explodiert. Diese kleinen Scheißdinger haben mich so genervt in Budokai 2. Aber los geht's. Hast du irgendeine besondere Attacke jetzt? Nein, nicht wirklich. Egal. Ich frage mich, ob das jetzt schon der letzte Part sein wird. Weil hier geht's eben nur bis zur Cell-Saga. Ach komm schon. Komm, jetzt aber. Einer nach dem anderen. 6 Stück, wir müssen alle vernichten. 7 Stück insgesamt. Okay. Ich muss dein Skill mal checken. So. Damit hauen wir dich in die Luft, okay. Ja. Ich hab's mir nicht gemerkt. Egal. Aber den anderen. Auch wenn der viel schwieriger ist. Komm. Ihr kleinen blauen Scheißdinger. Okay. Ein Headbutt. Und da kommt auch schon der nächste. Schaffen wir sie, ja. Noch ein Cell Junior weniger. Bleiben nur noch 3 übrig. Wo sind wir? Schnell Ki aufladen. Und weiter geht's. Eine Kamehameha, eine gelbe. Sie hätten mir auch ruhig die Masenko lassen können. Wobei, die Masenko haben sie komplett ausgelassen. Oder täusche ich mich da gerade in Budokai 2? Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht bei Team Gohan. Okay, wir haben ja einiges an Leben verloren. Bis ich jetzt einfach komplett ignoriert habe. Okay. Komm. Du bist der Letzte. Okay, ich wollte dich einfach mit so einer direkten Schnell-Pack-Dings, was auch immer, schlagen, aber ja, hat halt nicht ganz geklappt. Zumindest sind jetzt einmal alle besiegt und wir bekommen den Super Saiyajin 2. Damit geht's wahrscheinlich in den finalen Kampf. Bubi. So,
Wieder dieselben paar Attacken. Okay, das ist halb so wild. Und jetzt gehen wir in den Kampf rein. Okay, okay, fängt schon mal super an. Das hat mal wirklich grandios angefangen. Und zwar so gut, dass wir zurück in der Baseform sind. Alles drücken. Demolieren wir mal den Controller hier. Was gerade nicht so gut klappt, schätze ich mal. Oder? Hat doch ganz gut funktioniert. Scheiße. 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 Ah, okay, wir sind jetzt nur im normalen Super Saiyajin. Schade. Na gut, das ist verloren. Das ist definitiv verloren. Schade, schade, schade. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das der letzte Kampf oder irgendwas muss es sicher noch geben? Schade. Und schon wieder mit dem Lasso auf die Fresse. Na komm doch. Okay, was bekommen wir jetzt? Gut, denselben Scheiß, den wir versuchen wollten. Und das ist nicht gerade wenig an Schaden. Okay, wir konnten nicht schnell genug ausweichen. So. Schade, komm. Jetzt im zweifachen Super Saiyajin sollten wir einiges an Schaden verursachen. Wir bleiben noch drinnen. Jetzt haben wir dich. Okay. Wir sollten fast gleich auf sein. Ah, cool, er wird hier zur zweiten Form retour, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Obwohl. Nachdem er sich wieder regeneriert hat, oder nein, er hat durch die Prügel C18 ausgestoßen. Okay, die nächsten Angriffe müssen sitzen und ich wurde verdichtet. Nein. Komm. Es ist halt schon ein Unterschied, was ich gerade merke. Eine Niederlage hier hat keine Gewichtung. Weil wenn man in Budokai 2 verliert, kann man durchaus einen Charakter dann verlieren und das war's dann. Das haben wir gesehen im Finale gegen Kid Buu. Wobei ich sagen muss, ich bin da schon ziemlich stolz darauf, dass ich nur einen der Charaktere verloren habe. Ich kann mich nämlich erinnern, früher, auf sehr leicht, war Kid Buu schon wirklich eine Katastrophe zum Bekämpfen. Der war wirklich scheiße schwer, aber gut. Ich bin jetzt ein bisschen mehr in Budokai 2 drinnen gewesen, deswegen hat das auch geklappt, sogar auf sehr schwer. Aber man hat halt wirklich gemerkt, nach einer Niederlage dann überhaupt noch ein zweiter Kampf, wenn man nicht genug Leben abgenommen hat, hat man schon leicht seine Charaktere verlieren können und überhaupt, wenn man Son Goku verliert, ist es ja auch, dann ist es komplett aus. Okay. Geht doch. Und die Kamera hat auch noch bekommen. Jetzt zuckt er aus. Ja, es ist nicht der letzte Part geworden. Ich werde es jetzt so machen, ich mache hier einen Cut, dann haben wir schön 10 Parts, bis das Let's Play vorbei ist und ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die soweit zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann!